Finde einen neuen Ausgang. Erst nehmen wir mal wieder die Axt. Das ist schon mal wichtig. So, jetzt will ich zumindest kurz gucken, ob hier noch irgendwas passiert ist. Okay. Ist das einfach da? Das gibt physikalisch überhaupt keinen Sinn. Wer hat denn sich das ausgedacht? Ja. So. Okay, also es gibt ja jetzt nur einen Weg. Vorwärts! Sag mal, alles morsch hier. Versorgungsschacht 9. Wozu braucht man hier einen Versorgungsschacht? He will set us free. Hoffen wir mal nicht, ne? Mehr Essen? Oh, scheiße. Jetzt, wo ich die Axt habe, ja, ich werde wahrscheinlich wirklich irgendwie Leben haben. Oh, boy. This place gets so big. Wie ist dieser Ort so groß geworden? Das frage ich mich auch. Der da steht vor so einem unheimlichen Kreis. Das macht mir schon mal ein bisschen Angst. Warum sind hier Särge? Kann ich... Gleich kommt ein Zombie raus. Was ist das? Nichts. Okay. So, du lässt mich in Ruhe, korrekt? Gut. Hoffentlich. Das ist Kartoffeln. Work hard, work happy. Was soll schon passieren? Hello. Excuse me, can you help me? Hello? Rest your head. It's time for bed. Where the hell did he go? You may wake, or in the morning, you'll be dead. Wo ist er? Da komm, ich futter jetzt hier erst einmal was. Bacon Soup. Das wird, also warum Bacon Soup? Die armen Schweine. Oh, 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 Moment. Perfekt. So, jetzt sehe ich nämlich ein bisschen besser und ihr seht auch ein bisschen besser. Ich glaube, das ist ganz vernünftig. Momentchen. So, was ist hier? Need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Leite die Energie zum Tor um. Chip, finde 3 Schalter. Was soll schon schief gehen? Ich sag's euch, Leute, in dem Gang passiert hier noch was. Irgendwas sehr Unangenehmes. Zum Beispiel jetzt oder wenn ich zurücklaufe. Aber einfach drauf zu. Aber habe ich irgendwo Schalter gesehen? Ach, das könnten diese die Dinger hier sein, ne? So, dann war hier drüben, glaube ich, einer. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. So, Pause, Game Monster, ich muss mir das jetzt anhören. Nee, du kriegst keinen Amen. I said, can I get an amen? Wer war das? Das kam nicht daraus. Warst du das? Okay, das... Oh Gott. Hallo, ich habe eine Axt. Bitte bleiben Sie fort. Ich nutze diese Axt auch... im Falle eines spontanen
Armins Angriffs. Ich was glaube ich. Oh Gott, das ist scary. Aber wo ist der letzte? Okay, beruhigen wir uns. Was ist denn das für ein Schrank eigentlich? Da oben hier so zum Rausziehen, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Doofes Spiel. Ja, aber wo ist denn jetzt der letzte? Der letzte Schalter. Wahrscheinlich doch irgendwo hinten. Ich finde es witzig, wie das hier einfach nur so aufgezeichnet ist. Okay, wir gehen jetzt wieder nach hinten. Ganz vorsichtig. Hier mal kurz ein bisschen gerade hinsetzen für die bessere Aerodynamik. Hä? Er war wahrscheinlich doch irgendwo da hinten. Bitte nichts passieren, bitte nichts passieren. Bitte nichts passieren, bitte nichts passieren. Ich habe eine Axt. Da, ich sehe den Schalter. Neues Ziel, öffne das Tor. Ich würde ja sagen, mit Vergnügen, aber das wäre gelogen. Musikdepartement. Ja, Musik ist immer fröhlich. Das kriegen wir. It's really dark in here. Es ist kein Stück dunkler als an den anderen Stellen. Gibt's hier irgendwo so eine Art Safe Room oder sowas? Treppe. Tolles Schild. Okay. Hier in dem Büro von Sammy Lawrence gibt es den Knopf, Hebel, Schalter, was auch immer, für die Pumpe, die die Treppe freipumpt. Weil ich glaube, das sah so aus, als wäre die irgendwie voll. Der Leiter, Side of Hell. Okay. Hallo. Wir gucken jetzt hier noch mal hin. Okay, das. Looks like the stairwell's flooded. If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it. Wie unerwartet. Lege das Treppenhaus trocken. Finde die Pumpensteuerung. Jut. Mach ich, Chef. Sicher, dass wir da nicht lieber die Baufirma Kaselek hier mal irgendwie ordern sollen. Ich meine, guck dir das Zeug doch mal an hier. Ist hier, guck mal, die wollten hier eine schöne Pyramide hinsetzen. Soll schon passieren. Was zum Fick? Nee, oh Gott. Every day the same strange thing happens. I'll be up here in my booth, the band will be swinging, and suddenly Sammy Lawrence just comes marching in and shuts the whole thing down. Tells us all to wait in the hall. And then I hear. He starts up my projector and he dashes from the projection booth and down the recording studio like the little devil himself was chasing behind. A few seconds later, the projector turns out. But Sammy, oh no, he don't come out for a long time. This man is weird. Crazy weird. I've got half a mind to talk to Mr. Drew about all this, I really do. But then again, I have to admit. Okay,
Also, wir müssen jetzt diesen Projektor anmachen und dann müssen wir nach unten in diesen Raum rennen. Allerdings würde ich auch gerne sehen, was passiert hier. Also, nicht. Rennen, bitte ohne was passierend. Danke, bitte, danke, nichts passieren, okay. Alles gut. Hä? Das hat nicht so funktioniert, wie ich das erwartet habe. War das nicht das, wo ich hin sollte? Warte. Finde die Pumpensteuerung. Ich habe doch angeschaltet. Das ist scary. Okay, von der Projektorkabine nach unten zum Aufnahmestudio. Kann ich das bitte wieder abbrechen? Aufnahmestudio. Hier nicht vorher was? Was ist das Aufnahmestudio? Ach, ich habe jetzt hier das Licht angemacht. Oh, oh. Hallo? Schätzelein, bist du noch da? Ah! Okay. Okay. Das sind also unsere... Ah! Unsere neuen Freunde. Hey! Wir haben Licht! Na endlich! Alter. Runterrasen! Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Semi. Und hier ist jetzt was auf. Aber wir gucken trotzdem erst fix hier. Hallo! Tagchen! Warum sind die weg? Waren doch gerade noch alle da. Okay, Moment. It may only be my second month working for Joey Drew, but I can already tell I'm gonna love it here. People really seem to enjoy my Alice Angel voice. Sammy says she may be as popular as Bendy someday. These past few weeks I voiced everything from talking chairs to dancing chickens, but this is the first character I've really felt a connection with. She's a part of me. Alice and I, we're going places.
vielversprechende Karriere, wenn man entsprechend einen Stuhl synchronisiert. Das muss super sein. Ja, und nun? Ich komme ja scheinbar noch nicht da drüben rein, also... Was versteckt ihr euch jetzt da oben? Ihr wart doch gerade noch hier. Ach Gott. Na gut. Okay. Scheinbar können wir hier noch nicht weiter, deswegen gucken wir jetzt erstmal darüber. Was ist das denn? Okay. Ist das ein Bug oder muss das so sein? Ich will es gar nicht wissen. Krankenstation. Ach so, ach, das ist voll mit Tinte. Das sah gerade einfach nur aus, wie wenn es ein endloses Loch wäre. So gehen die also mit ihren Kranken um. Hallo? Was gibt's hier Schönes? Disgust, angry, sad, happy. Sieht immer gleich aus. Do not let Joey see this. Warum? Ah, Gott. Okay, weiter geht's. Das ist... Stimmt, voll normal. Sammy Lawrence, Direktor der Musikabteilung. Oh, da muss ich rein. Schrank. Schrank zu. You better get overtime for this. Witzig. Ja, und nun? Also... Well, there's the pump switch, all right. But that's one hell of a leak blocking the door, though. If I could just stop that ink from flowing, maybe I can get in. Weißt du, ihn greifen Tintenmonster an. Da war ein random Typ, der irgendwas, weiß ich nicht mehr, was rumgetragen hat. Und der ist auch voll ruhig. Wenn ich eine Pumpe finden könnte, um das hier abzuschalten, dann würde ich da vielleicht reinkommen. Okay, ja, aber wie schalten wir das denn nun ab? Ich kann mich nicht dran erinnern. Bitte nicht erschrecken, bitte nicht erschrecken. Gleich kommt hier so ein Viech raus, wenn... So. Und wach auf. Ist das? Ach so, das sind die, die ich vorher getötet habe. Ja, aber wie? Also, wir probieren jetzt gleich noch mal da oben diesen Projektor zu starten. Aber dazu muss ich da reinkommen. Aber wie? Oder muss ich, bin ich nicht schnell genug gerannt und die Tür geht dann zu? Das kann natürlich auch sein, ne? Das probieren wir jetzt einfach nochmal. Oder vielleicht passiert dann nochmal was, wenn wir hochgehen. Bin ja irgendwie noch nicht hundertprozentig im Klaren hier. Ach! Hier komme ich jetzt auch rein. Der Poolraum, ha? Ist noch nichts weiter hier. Poolraum? Ne, Aufnahmeraum. Er hat Aufnahmeraum gesagt. Die steht immer wieder da unten, wenn ich hier... Okay, rein, 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 rein. Los, schnell. Action. Es geht um Leben und Tod. Hä? Pf,
Vielleicht sollte ich mal das Video gucken. Vielleicht passiert da irgendwas Wichtiges. Oder habe ich irgendwas übersehen? Hat es gerade geruckelt? Nee, das kann nicht sein. Unmöglich. Verstehe ich nicht. Ich klicke da jetzt nochmal drauf. Aufnahmen, das ist das da unten rechts. Oder vielleicht meinen die gar nicht die kleine Halle, sondern diesen kompletten Raum da. Kann ich hier noch irgendwas klicken? Ich bin gerade langsam. Oh. So, die Frage ist jetzt, ob es hier eine bestimmte Reihenfolge gibt, in der ich was machen muss. Und ich habe ja auch noch. Es gibt ja auch noch die Orchel hier drüben. Aber die wird nicht so gelb, also ich glaube, die hat damit nichts zu tun. Was muss ich machen? Gibt es irgendwo einen Hinweis, den ich übersehen habe? Ich bin gerade ein wenig ratlos. Also ich glaube nicht, dass wir zurück müssen. Da gab es, glaube ich, nichts mehr. Das muss irgendwas sein, was man hier lösen kann. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Oder? Gibt es hier noch irgendwas, was ich nicht... Kann ich noch irgendwo eine Tür aufschlagen? Keine Ahnung. Ich kann höchstens noch mal versuchen, alles da unten drin anzumachen, während ich den Projektor benutze. Vielleicht muss ich auch nur ein bestimmtes Instrument benutzen oder so. Oder, guck mal, über den dreien ist ein Musiksymbol und bei dem Banjo nicht. Also vielleicht muss ich das Banjo nicht benutzen. Wilde Rumraterei da. Aber ich wüsste halt nicht, was sonst.
Also das, ich drücke viermal irgendwas und dann hört es auf. Wenn ich dreimal irgendwas drücke, hat es noch nicht aufgehört. Also gibt es irgendeine Reihenfolge, die ich einhalten muss? Warte mal, vielleicht hat es auch was mit dem Noten. Also vielleicht muss ich zwei kurze Noten spielen, damit das funktioniert. Also jeden zweimal praktisch. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich probiere das jetzt noch und wenn das nicht klappt, werde ich ohne Aufnahme kurz darüber nachdenken können, was es sein könnte. Nee, da hört sofort auf. Nun helft mir doch mal. Das werden ja immer mehr. Oder? Das waren vorher nicht so viele. Ich dachte gerade, da ist was dahinter. Oder? Also das sind noch mehr geworden. Gibt's hier nicht irgendeinen Hinweis? Das werden auch mehr, oder? Ist es das vielleicht einfach? Muss ich nur hin und her laufen? Unangenehm, ey. Ich hätte die unten mal zählen sollen, weil die kann man besser zählen. Ich probiere das jetzt nochmal. Noch einmal, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Nö, ich glaube, das sind nicht mehr geworden. Jetzt gehen wir nochmal hoch und zählen. Wenn es dann gleich ist, dann weiß ich immer noch nie weiter. Irgendwas muss ich übersehen haben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay, also folgendes. Ich habe kurz in eine Lösung geschaut. Dann habe ich nochmal zwei Minuten aufgenommen und habe gemerkt, dass ich vergessen habe, was die Lösung gesagt hat. Deswegen habe ich jetzt nochmal in die Lösung geguckt und ja, jetzt geht's weiter. Also erstmal, wir gehen jetzt gleich nochmal die Nachricht da hinten lesen, weil das ist... Also erstmal drücken wir hier nochmal. Da schreit doch wer. Wild.
Wir, ich hab nicht daran gedacht, dass man hier tatsächlich einfach reinlaufen kann. Ist ja nicht giftig, das Zeug. Deswegen hören wir uns jetzt erstmal das hier an. So, I'm going to get my dustpan from the hall closet the other day. And guess what? I can't find my stupid teeth. It's like they disappeared in the thin air or something. All I can think of is that they must have fallen in one of the garbage cans I was making my rounds last week. I just hope nobody tells Sam. Because if he finds out I lost my teeth again, I'm out of here. Okay, hat seine Schlüssel verloren. Für den Schrank da wahrscheinlich. Also, demnach durchsuchen wir jetzt erstmal Müll. Ich schätze mal sowas hier. Sieht zumindest stark nach einem Mülleimer aus. Ich glaube, in unserer Welt sehen Mülleimer so ähnlich aus. Weniger durchlässig, wenn sie nicht nur für Papier sind. Aber ansonsten ist das schon im Gemeinen als Mülleimer zu bezeichnen. So ein dummes Gelaber. Hallo, Mülleimer? Nicht? Okay. Gab's hier drin Mülleimer? Ja. Ist aber auch nichts drin, so wie es aussieht. Da steht keiner. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon reingeguckt habe. Mann, was bin ich denn heute so vergesslich? Oben vielleicht noch einer. Nö, doch. Hier. Auch nichts. Vielleicht noch im Poolraum. Ach, hier ist noch einer. Da war auch kein Schlüssel drin, ne? Muss ich noch weiter zurück? Hier noch einen übersehen? Nö. Hier vielleicht? Nö, darunter kann ich noch nicht. Dann gucken wir wohl noch mal ein Stückchen zurück. Ich wollte hier zwar nicht mehr hin, aber... Oh Gott, ist das scary. Hier ist auch kein Mülleimer, ne? Erstmal was futtern. Ist das richtig? Oh, Alter. Oh, die gab's ja auch noch. Gott. Kommen die immer aus solchen Pfützen hier? Auch nichts. Oh Gott, oh Gott. Ja, ist ja in Ordnung. Hier ist noch ein Mülleimer. Haben wir noch irgendwo einen? Oben vielleicht. Muss ich wirklich bis zum Anfang zurücklaufen? Ist das richtig? Hallo? Ist ja auch ein Tintenmensch. Ich hab nichts gegen dich. Du musst nur aufhören, mich zu schlagen. Okay, hier. Hä? Ich muss anfangen, genauer hinzuschauen. Das kann doch nicht sein. Ich verfolge Wallys Schritte. Gab's da irgendeine Info, die ich überlesen habe? War das Wally? Nee, Sammy. To rain his sweet blessings upon me. A figure of ink that shines in the darkness. I see you, my savior. Also hier war nichts, ne? Kann auch nicht anklicken. Also wahrscheinlich nicht. Bleib liegen. Aus. Böser Tintenhund. Kein Mülleimer. Ist so dunkel da hinten. Oh! Lol. Was war das? Wer hat da geschnauft? Schnaufen kostet extra. Lass mich in Ruhe. Nichts passiert. Ich laufe einfach nur nach hier hinten. Alles gut. Aha. Aha. Every artistic person needs a sanctuary. Joey Drew has his. And I've got mine. To enter, you need only know my favorite song. The drum thunders in triumph. The bass fiddle sings with deep articulation. The banjo playfully plucks. The banjo.
Kontrabass, Banjo, Banjo. I know there's something I've got to do in here, but I feel like I'm missing something. Trommel. Ich schätze, das ist ein Kontrabass. Banjo, Banjo. Hallo. Trommel. Kontrabass. Banjo, Banjo. Yibi! Betritt den Zufluchtsort. Also eine Zuflucht, ihr habt da nichts zu suchen. Bleibt daheim. Ist ja eine tolle Zuflucht. Hallo? Fluss. Eine schöne Toilette, also eine schöne Zuflucht. Das ist wichtig, ne? Also ich meine, du brauchst nicht viel, aber du brauchst eine Toilette. Sing a happy song, whistle a merry tune, wait for his arrival, he's coming very soon. Ich will aber nicht, dass er very soon kommt. Ii. Also, warum ist denn das ja widerlich? Fluss. Finde das, was? Das zweite Ventil? Wie jetzt das zweite Ventil? Brudi! Hör auf! Er ist nicht gut fürs Herz. Was bist du? Kommt her! Mach ich alle nass! Bam! Richtig die Nosegaub, Junge! Na, willst du auch eine? Komm doch her! Arschloch! Oh, alter Schwede. Tomahawk! Oh, oh. Okay. Bleibst du jetzt da stehen oder was? Hey, es hat aufgehört. Gott sei Dank. Ach, das war mit zweitem Ventil gemeint, jetzt verstehe ich. Nee, war es nicht. Hä? Ach, wahrscheinlich ist das einfach das, was mir die Treppe frei macht. Oder? Nee, das ergibt keinen Sinn. Ha! Krankenhaus, Krankenstation. Nachricht, jeder, der eine Krankheit fälscht, kriegt weniger Geld. Das wird aber langsam hier ein bisschen nervig mit euch, Jungs. Warum geht denn das noch weiter runter? Was ist das denn? Where did it go? Versorgungszugang. Okay. Hallo. Steht er da um die Ecke oder was? Was ist mit dir? Ich habe eine Axt. Down here we are all sinners. Was hat denn der für einen süßen Hut? Hallo. Lass mich raten, ich muss da lang. Tagchen. Du hast da was ich haben will. Ding holding my valve. The sheep will come to slaughter. Ja, das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Schlachthausgang. Oh Gott. Hallo. I love the quiet. And that's hard to come by in these busy times.
And yeah, sure, it may stink to high heaven down here, but it's just perfect for an old lyricist like me. Savvy songs always got some bounce, but if I didn't get away once in a while, they'd never have any words to go with them. So I'll keep my mind to singing and my nose closed. Mhm. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Warum musst du überall stehen? Sag mal! Komm jetzt her! Sag mal, Günther? Was ist das denn? Muss ich den... wahrscheinlich nach da hinten locken, wa? Warum hat der einen Hut auf? Das tut mir jetzt aber leid um deinen Bruder. Oh, hab ich ihn zermatscht. Oh, der hatte doch so einen schönen Hut. Nice hat er. Sieht er? Jetzt muss ich zurücklaufen. Vielleicht meine ich das doch überhaupt nicht so böse, wie das gerade rüberkam. Also eigentlich war er ganz nett, ne? Ich wollte das eigentlich überhaupt nicht. Bitte lass mich. Hallo. Der Schatten ist weg. Okay, that should do it. Sehr schön. Kehre zu Sammys Büro zurück. Das ist ein sehr kurzer Weg. Da gibt es wahrscheinlich keinen Jumpscare. Korrekt? Korrekt. Sehr korrekt von euch. It's time to believe. Ink Machine. Chillig. Nimm die Treppe, es kann nichts passieren. Wir laufen jetzt hier lang und nichts wird passieren. Oder? Da hat mir wohl einer eine verpasst. There we go now, nice and tight. We wouldn't want our sheep roaming away now, would we? No, we wouldn't. I must admit, I am honored you came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. But the believers must honor their savior. I must have him notice me. Wait. You look familiar to me. Bin dein Kumpel. That face. Not now, for our Lord is calling to us, my little sheep. The time of sacrifice is at hand. And then I will finally be freed from this prison, this inky, dark abyss I call a body. Shh. Quiet. Listen. I can hear him crawling above, crawling. Mm-hmm. Let us begin. The ritual must be completed.
bitte nicht. Ist das nicht mein Kumpel? Soon he will hear me. He will set us free. Oh Gott, oh Gott. Hat ja nicht so gut funktioniert, wa? Das war's schon. Komm ich hier rüber? Wahrscheinlich auch nicht. Ist das nicht... Gott, warum konnte ich jetzt eigentlich... Hä? Ich probiere jetzt einfach mal, ob ich hier... Ach Gott sei Dank. Okay, das ist jetzt ein bisschen antiklimatisch. Ich dachte jetzt irgendwie, der verfolgt mich. Aber scheinbar... War doch schon genug gespeist. Ja, Sammy. Es tut mir jetzt so überhaupt nicht leid. Wir hätten ja zusammen abhauen können. Aber du wolltest es ja nicht. Axt? Ist meine Axt gerade kaputt gegangen? Ach du Scheiße. Ha! Oh Gott, oh Gott. Was ist das denn? Mami? Wo bin ich? Okay. Was auch immer. Lass mich in Ruhe. Was zum Teufel ist... Was ist passiert? Erstmal was essen. Meine Güte. Lift. Hello? Someone there? I know you're in here. Come out and show yourself. Okay. Boris? Boris.